Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich darf fortfahren aus der Perspektive der Erwachsenenbildung, einige Anmerkungen zum Thema zu machen. Ich habe einiges mitgebracht, war mir im Vorhinein nicht ganz sicher, was brauchbar für diese Tagung ist, was nicht. Ich werde das insofern ein bisschen anpassen und kürzen und darf vorausschicken, dass mein Beitrag hier getönt ist davon, ich bin sozusagen, wie gesagt, für Bildungsforschung bei den Volkshochschulen zuständig und auch für den Fachbereich politische Bildung. Wo man in aller Kürze sagen soll, bei aller immer wieder betonten Wertschätzung gegenüber dem Fachbereich politische Bildung im Bereich der Erwachsenenbildung muss man natürlich gleichzeitig festhalten, und das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das Sie auch kennen, dass dann in letzter Instanz meistens die scheinbar direkt verwertbareren Erwachsenenbildungsangebote, sei das jetzt im Bereich der beruflichen Bildung oder was immer, dann doch die wichtigeren sind, um das dann nur an einer anderen sozusagen Tatsache irgendwie festzumachen, also wie ich zu arbeiten bei den Volkshochschulen begonnen habe. Das ist unterdessen fast schon 20 Jahre her, hat es in jedem Bundesland einen Fachbereichszuständigen, eine Fachbereichszuständige für politische Bildung gegeben, von dem bin ich jetzt weit entfernt, bin eigentlich im Wesentlichen der Einzige, der da übergeblieben ist. Dennoch war sozusagen die letzten Monate bei mir mit der Auseinandersetzung mit Extremismus und Populismus vor allem als eine Form des Extremismus geprägt, und dazu möchte ich ein paar Sachen sagen. Ich habe mehr oder weniger das Tagungsprogramm, den Text noch einmal, funktioniert das ja, hier mitgenommen, und sozusagen meine Anmerkungen werden in drei Teilen sozusagen, werde ich Ihnen vortragen. Die erste hat meine Vorrednerin dankenswerterweise schon angeschnitten, kann ich ein bisschen kürzer machen. Für mich ist eine grundlegende Frage, die man sich immer wieder stellen muss: Was ist denn extrem? Ist Extremismus, der zweite Punkt, tatsächlich nur ein Problem von Ausgegrenzten und Unterschichten, oder findet man nicht unterdessen extremistische Positionen, was immer die sein mögen, auch durchaus in der Mitte der Gesellschaft? Dann werde ich dazu übergehen, sozusagen mehr oder weniger einige Prinzipien der politischen Bildung, die sozusagen eher dem Bildungsverständnis der Volkshochschulen oder emanzipatorische Erwachsenenbildung und die der Sozialarbeit sehr, sehr nahe sind, kurz vorstellen und an meiner Analyse zu Extremismus und Populismus anknüpfen. Und wenn man sozusagen, wenn Sie daran dann noch Interesse haben und je nachdem, wie lange Zeit ich brauche, ich habe jetzt ja schon mit der Vorrede fast 3-4 Minuten verbraucht, dann kann ich auch noch einige Zahlen und Beispiele zum Fachbereich politischer Bildung im Rahmen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich, das ist sozusagen ein Zusammenschluss großer, anerkannter Erwachsenenbildungsinstitutionen, anerkannt hast du vom Staat subventioniert, und an den Volkshochschulen bringen. Also vielleicht, ich verwende im Hintergrund immer ganz gern sozusagen selber abfotografierte Graffitis, seit 25 Jahren sozusagen fotografiere ich Graffitis ab, und da eben als irgendwie Einstieg in den Populismus habe ich da dann unabsichtlich verwendet, ich habe ein zweites, das keine Gewalt ist auch keine Lösung, aber das ist jetzt dann, Gewalt ist die einzige Lösung, das jetzt durchaus einen extremistischen Slogan charakterisiert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie Extremismus hören. Ich denke, aber das mag sein, weil ich eher sozusagen im Bereich der politischen Analyse tätig bin oder Erwachsenenbildung, weniger an Randgruppen wie Obdachlose, die extrem dem Alkohol frönen, oder Neonazis oder Identitäre, die sozusagen in Kellern irgendwelche narzisstischen Lieder singen, was sicher zu Extremismus gehört, sondern meine ersten Gedanken bei Populismus, und das war der Auseinandersetzungspunkt im Kontext der Volkshochschulen, war Rechtspopulismus, also sozusagen Erdogan, der mit Slogans wie "Ich bin, also wir sind das Volk, wer seid ihr" Kritiker sozusagen entgegentritt, oder Orban mit seiner Ausgrenzungspolitik oder Trump mit seiner sexistischen Politik, also sozusagen durchaus andere, wo natürlich auch Sozialarbeit gefragt wäre, aber die wahrscheinlich ein bisschen schwieriger anzusetzen ist. Was ist extrem, was ist... Genau. Dennoch gibt es dann sozusagen, wie gesagt, ein paar Stichworte nur zu dieser Auseinandersetzung jetzt zu
populistischen Extremismus, und da gibt es ganz gute Bücher, und sozusagen eines von Jan-Werner Müller, der beispielsweise eine Einführung zu Was ist Populismus schreibt und dort Populismus charakterisiert, und das ist eben eine Charakterisierung, also Extremismus charakterisiert, die ich mitnehmen möchte, ein ausgrenzendes Wir, das sich sozusagen mehr oder weniger der eigenen Position sehr stark bewusst ist oder sozusagen bewusst zu sein scheint und alles andere als abnormal, pathologisch charakterisiert. Beispiele dafür sind zum Beispiel Jean-Marie Le Pen im französischen Wahlkampf, die sozusagen immer wieder betont hat, dass ihre Position die des Volkes ist, unabhängig davon, wie die Mehrheitsverhältnisse im Staat sind, weil sie sozusagen durchaus einen privilegierten Zugang zur Meinung des Volkes zu haben scheint. Der letzte sozusagen Aspekt, den ich hier noch mitbetonen möchte, ist, dass für mich die Frage, was ist extrem, was ist populistisch, was ist rechtspopulistisch, ganz stark mit der Frage verbunden ist, was ist demokratisch. Hintergrund sind sozusagen Analysen, die in der Extremismusanalyse immer sozusagen festhalten, es gilt, die sozioökonomischen Bedingungen in der Extremismusanalyse im Auge zu behalten und durchaus zu sehen, dass extremistische Phänomene Gründe haben können in extremen Armutsphänomenen, die sozusagen den Wählenden, den Agierenden scheinbar keine anderen Möglichkeiten mehr lassen, als von der Normalitätsposition definiert extremistische Positionen, um sozusagen sich eine alternative Zukunft zu schaffen. Also um es ein bisschen weniger kompliziert zu formulieren, was ist demokratisch, eine Grundfrage der politischen Bildung, was ermöglicht Handlungsfähigkeit, was ermöglicht die Vorstellung einer gestaltbaren Zukunft, was ermöglicht die Vorstellung, dass nicht soziale Marktwirtschaft mehr oder weniger das Ende der Geschichte ist, dass nicht sozusagen zunehmend rechte Positionen die gesellschaftliche Mitte erobern und sozusagen mehr oder weniger dort als normal gelten. Also die Frage der Handlungsfähigkeit, die sehr stark mit der Frage nach Demokratie verbunden ist. Für mich sehr, sehr wesentlicher Aspekt in der Reaktion auf Extremismus oder auf scheinbaren Extremismus, auf Populismus ist, und ich sozusagen zeige drei Facetten, die natürlich ganz unterschiedlich, ich mische hier Kraut und Rüben, um es nochmal sozusagen von Anfang an klar zu machen, Emmanuel Macron, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Der beste Weg, sich ein schönes Sakko zu kaufen, ist, der arbeiten zu gehen. Hat er auf einer Demonstration 2011 bei den damaligen Auseinandersetzungen über die Veränderung der Arbeitsgesetze in Frankreich zu Kritikern gesagt, die nicht so einen wunderschönen Anzug wie er anhatten. Ich glaube, dass es wirklich ein wunderschönes Beispiel ist, wie man an der Analyse der Realität vorbeigeht, wenn man sagt, jeder, der arbeitet, kann auch sozusagen sich Anzug kaufen, weil ja die grundlegende Frage ist, möchte sich auch jeder, der arbeiten geht, einen Anzug kaufen. Ein zweites Beispiel, um es nur noch einmal klar zu machen, dass ich da nicht sozusagen mehr oder weniger am Thema vorbeispreche, für mich ist die Frage mit Extremismus und Populismus immer, wie wird das Phänomen erläutert? Und bei rechtspopulistischen Wählerinnen, da habe ich dann die nächste Folie, vielleicht wäre das besser so gewesen, Herfried Münkler, Politikwissenschaftler aus Berlin, der ihm sagt, wer Populisten wählt, ist dummer Pöbel. Das ich da mit so einer kurzen, da ist eigentlich nichts gewonnen durch die Analyse, während weder für die Erwachsenenbildung, nur für die soziale Arbeit und gleichzeitig ist auch nicht sehr viel verstanden worden in der Analyse, wenn man sozusagen populistische Phänomene so erläutert. Aber kurz möchte ich schon nur zu diesem T-Shirt was sagen, das mehr oder weniger entstanden ist im Kontext der extremen Republikaner, der extremen Rechtsaußenrepublikaner in den USA. Stop being poor, mehr oder weniger als normativer oder als schlechtes Gewissen erzeugender Vorwurf an diejenigen, die arm sind, weil sie nicht arbeiten gehen, weil sie so die Perspektive dieser durchaus schon im Mainstream in der Mitte angelangten Position, weil sie zu faul sind zu arbeiten, weil sie was auch immer sind, und das mehr oder weniger in der Analyse von Extremismus angewandt wird, diese Abscheu vor den einfachen Menschen. Einfache Menschen ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist ein Zitat mehr oder weniger. Ja, was ist einfach? Ich komme jetzt zu Kriterien politischer, emanzipatorischer Erwachsenenbildung, die ich sozusagen mehr oder weniger Ihnen jetzt, da werde ich Ihnen nichts Neues erzählen, weil das im Wesentlichen auch die Kriterien von kritischer Sozialarbeit sein sollten. Und ich knüpfe jetzt wieder an
was aus diesem jetzt wirklich, mir ist es schon klar, nur so fragmentarischen Teilchen von Analysen zu Extremismus und Populismus, die insofern zu einer sozusagen Schlussfolgerung ziehen, wenn wir politische Bildung machen, wie sozusagen sie festgelegt ist in den Statuten von Erwachsenenbildungsinstitutionen und uns nach dem richten, was mehr oder weniger da vorgeschlagen wird, dann ist es eigentlich eine Anti-Extremismus-Bildung oder eine antipopulistische Bildung. Ah, Entschuldigung, das kommt später. Ich habe zwei Folien vergessen, die ich schon noch sozusagen ganz kurz herzeigen möchte, aber ich habe da sozusagen einen alten Ausdruck. Nur einmal kurz zurück, stört meine Choreografie natürlich ein bisschen, dass ich das jetzt nochmal einbauen muss. Extremismus in der Mitte der Gesellschaft, aber sozusagen es ist irgendwie so aktuell, wenn man sich sozusagen nur um das nochmal zu vergegenwärtigen, diese Facebook- und geschlossenen Diskussionsgruppen der VP-nahen Aktionsgemeinschaft am Juridikum in Wien, kann man glaube ich ganz eindeutig als Extremismus bezeichnen. Ich würde das aber jetzt nicht unbedingt als den Rand der Gesellschaft bezeichnen, diese Freunde und Freundinnen, eigentlich nur Freunde von Außenminister Kurz, die da sozusagen wirklich ganz wenig lustige antisemitische Witze in diesen Facebook-Gruppen diskutiert haben, oder das zweite sozusagen, das man dann wirklich bezeichnen kann als das, der rechte Rand in der Mitte der Gesellschaft. Also wirklich, wo sich die Frage stellt, was ist extrem und was ist sozusagen normal. Aber jetzt wirklich zu diesen Kriterien politischer Bildung oder kritischer Erwachsenenbildung, das ist nicht vollständig, das ist mehr oder weniger nur so schnell hingeschrieben. Ich fange sozusagen rechts oben an. Grundlegend für kritische Erwachsenenbildung, die meiner Einschätzung nach Extremismus entgegenwirkt oder so zum Populismus entgegenwirkt, ist eine Bildung, die auf die Handlungsermächtigung der Teilnehmerinnen achtet oder sozusagen ihnen Handlungsfähigkeit ermöglicht. Der zweite Punkt ist sozusagen, und das ist natürlich jetzt schon alles angelehnt an dieses Buch von Jan-Werner Müller über Populismus, die Differenzierungsfähigkeit ermöglicht und auch sozusagen Unterschiede der Realität wahrnehmen lässt. Und auch sozusagen wahrnehmen lässt, dass Realität nicht mit ganz einfachen Mustern erklärbar ist und auch die eigene Position unter Umständen nicht immer die richtige und nicht immer die beste ist und auch nicht die einfachen Positionen immer die allerbesten sind, zumal die Realität schlicht kompliziert ist. Jetzt habe ich fast sozusagen Kanzler Sinowatz zitiert, aber das ist nur in Klammer. Kritikfähigkeit, wobei das jetzt ein bisschen leer klingt, sozusagen, ich kann das dann alles nur mehr oder weniger füllen in der Diskussion, wenn uns da Zeit bleibt. Bei Kritikfähigkeit möchte ich einerseits ganz antiquiert anschließen an Kant, der in diesem ja sehr bekannten Aufsatz zu Kritikfähigkeit sozusagen folgenden Satz schlampig zitiert vorbringt, dass es die Courage bedeutet, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und das für mich Faszinierende war sozusagen immer bei dieser Lektüre von Kant die Courage, also die Bedienung des Verstands, aber dass das ein Akt ist, der sozusagen Mut, der Selbstvertrauen verlangt und der sozusagen mehr oder weniger Courage bedarf. In neueren Interpretationen bei Michel Foucault oder Judith Butler ist es dann so, dass diese Kritikfähigkeit als die Fähigkeit aus dem System, aus der Normalität herauszudenken formuliert wird, also eine Praxis des radikalen Infragestellens, die meiner Einschätzung nach Inhalt oder sozusagen Praxis sein sollte, die in der politischen Bildung vermittelt wird. Reflexion, die sozusagen mehr oder weniger, und ich habe mir im Nachhinein gedacht, was ich da sozusagen präsentiere, ist ja fast ein bisschen eine Ethik der Erwachsenenbildung, das kommt dann auf der anderen Seite, Reflexion, die ich als Innehalten, als ein Langsamdenken und auch sozusagen langsam Inhalte vermitteln in der politischen Bildung formulieren würde. Dann als nächstes Demokratie. Anknüpfend an Chantal Mouffe, die Demokratie, anders als, über Demokratie könnte man wahrscheinlich auch lange diskutieren im Zusammenhang mit Extremismus, die Demokratie nicht als sozusagen einen lauwarmen, langweiligen Konsens, weil alle Parteien im Wesentlichen das Gleiche vertreten, die Mitte der Gesellschaft zu repräsentieren scheinen, bedeutet, sondern dass Demokratie durchaus einen Streit bedeutet. Dass Demokratie bedeutet, unterschiedliche Interessen, die schlicht und ergreifend in unserer Gesellschaft existieren, zum Ausgleich zu bringen und dafür sozusagen
demokratische Orte vorsieht und nicht die Straße und nicht den, das, ich weiß nicht was, das Hinterzimmer im Juridikum in Wien oder andere Orte. Ich gehe links unten weiter, Problemorientierung, das ist mehr oder weniger Anklang an Paulo Freire, das ist mehr oder weniger kritische Bildung an den Problematiken, der sich an Bildung Beteiligten anknüpfen sollte und nur dadurch mehr oder weniger diese Selbstermächtigung, die Kritikfähigkeit möglich ist, wenn es sozusagen immer in Bezug steht zum eigenen Leben. Ich formuliere das jetzt so, weil meine Kritik an vielen Angeboten der Erwachsenenbildung zunehmend ist, dass dort jemand anderer sagt, was die Leute brauchen, um employable oder irgendwas zu bleiben und das in meiner Einschätzung mit Bildung nichts zu tun hat. Ich streiche das am Schluss alles weg. Danke für die 5 Minuten. Solidarität mag jetzt da sozusagen wirklich sozusagen schon ein bisschen zu sehr nach Moral klingen, aber ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Grundkategorie der kritischen Erwachsenenbildung, der politischen Bildung, ist mehr oder weniger kein egoistisches, auf sich selbst bezogenes Menschenbild zu vermitteln, sondern eines, das von einer grundlegenden Solidarität unter all denen, die halt sozusagen in einer Region oder wo immer zusammenlegen, mitvermittelt. Bescheidenheit. Verbunden mit dieser Position des Radikalen in Frage stellen, wenn ich wirklich nichts so genau weiß, dann muss ich sozusagen eine relativ bescheidene Position vertreten, weil sonst eigentlich immer sozusagen Gefahr laufe, was Falsches zu sagen, aber sozusagen eher sozusagen zurück auf eine bescheidene Position und das ist natürlich das Letzte, das jetzt auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, Neugier, nicht Angst, viele Aufforderungen, sich am lebenslangen Lernen zu beteiligen, klingen immer so wie eine Bedrohung. Ich zitiere ganz gern 1996, ist wirklich lang her, formuliert von einem deutschen Sozialdemokraten, der so eine Liste von 20 Punkten formuliert, warum man sich dauernd weiterbilden sollte. Und das sind wirklich das Recht vom Erdbeben bis zu allem Möglichen. Und am Schluss kommt das Einsickern von Mafiastrukturen in Politik und Wirtschaft. Also sozusagen, wo Bildung eigentlich aus der Drohung passieren soll, was meine Einschätzung noch ein bisschen ein Fehler auf der Ansatz ist. Ich bin schon beim sozusagen ein bisschen praktischeren, nur nochmal, um auf die Volkshochschulen hinzuweisen, die in der Tat ja schon sozusagen in so ein Statut sowas drinnen haben, wie antiextremistische Ausrichtung, der Demokratie verpflichtet, weltanschaulich an die Menschenrechte gebunden, von politischen Parteien unabhängig und so weiter. Das erzähle ich jetzt einfach nur. Also sozusagen, ich spare mal, wobei, wir können ja noch schnell drauf schauen, ich habe jetzt einfach nur ein paar Folien, was es gibt. Man kann in Kürze und sehr stark, wer das sich genauer anschauen mag, links oben sieht man den Namen dieser Datenbank, wo das alles drinnen ist, Knowledge Base Erwachsenenbildung, www.adulteducation.at. Man kann im Grunde sagen, dass sowohl im Kontext der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs, die sozusagen BFI, WIFI, Volkshochschulen, die großen Erwachsenenbildungsinstitutionen umfasst, als auch im Kontext der VHSen, plus minus 10% der Angebote bei der KEBÖ sind es 15%, bei den Volkshochschulen knappe 10% im Fachbereich Gesellschaft, Politik, Kultur sind. Genauer kann ich es nicht auseinanderdröseln. Da ist sozusagen die Persönlichkeitsbildung genauso drin wie die politische Bildung. Im Kontext der KEBÖ sind ungefähr 4 Millionen Teilnahmen im Jahr zu verzeichnen, ungefähr 230.000 Veranstaltungen, kann man sagen, dass wahrscheinlich rund 30.000 Veranstaltungen im Kontext der politischen Bildung sind und sozusagen jetzt auch nochmal 10% dieser 4 Millionen Teilnahmen an politischer Bildung teilnehmen. Ich habe es schon gesagt, es ist ein bedrängter Fachbereich, der zwar sozusagen hoch gelobt wird, aber wenn es dann konkret drauf ankommt, sind die Mittel doch immer eher für andere sozusagen Fachbereiche vorhanden und es kommt ja nur dazu in einer Zeit, wo scheinbar das Verdienen mit Bildung als zunehmend, also der Profit an Bildung, das zunehmend Wichtigste, wird auch in Institutionen, die sich als gemeinnützige Erwachsenenbildung bezeichnen, wird auch die Tätigkeit der politischen Bildung nicht unbedingt einfacher. Und damit möchte ich hier mal schließen und mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Thank you.